scheußlich, dieses Wetter. Wetter nennen Sie das? Mir kommt es vor, als säßen wir am Grund einer stürmischen See. Stimmt ja eigentlich auch. Nur Wasser wäre mir lieber als diese widerliche Mischung aus Staub und Kohlensäure. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Schließen Sie doch die Sturmblenden, dann hören und sehen Sie nichts davon. Wenn es den Arbeitern gerade jetzt einfällt, vom Steig zur Meuterei überzugehen? Das erfahren wir auch so. Mit Ihren Schürfpanzern vorzufahren? Rossi, nehmen Sie sich gefälligst zusammen. Für uns besteht keine Gefahr. Die äußeren Druckschleusen halten einiges aus, aber so weit kommt es nicht, Sie werden sehen. Und jetzt schließen Sie endlich die Blenden, der Lärm stört mich beim Denken. Okay, Chef. So. Mir wäre wohler, wenn die Hilfstruppe endlich käme. Ein Streik ist schon schlimm genug. Aber hier auf der Venus? Und mit der Gefahr, dass sie uns angreifen? Die Transportrakete ist vor einer Stunde auf Basis 2 gelandet. Sicher ist die Mannschaft schon auf dem Weg durch den Tunnel. Ich bin froh, dass ich sie rechtzeitig angefordert habe. Hey, Linda, ist die Bahn noch nicht hier? Sie ist eben angekommen. Ein Herr möchte Sie sprechen. Ein Herr Whittleby. Ein Herr? Wahrscheinlich der leitende Offizier. Schicken Sie ihn rein. Sehen Sie, Rossi, das haben wir bald hinter uns. Na, Gott sei Dank. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Herr. Sie sind ja in Zivil? Ich heiße Whittleby. Ich komme vom Psychologischen Zentrum Cornwall. Ach, entschuldigen Sie, ich habe Sie verwechselt. Ich dachte, ein Offizier, der Leiter des Hilfskorps. Und was kann ich für Sie? Moment mal. Wie kommen Sie hierher? Mit der Schnellrakete RZ-11. Vorgestern in London gestartet. Ach so, Sie kamen mit dem Truppentransport. Ich war der einzige Passagier. Aber ich habe doch um eine Hilfsmannschaft gebeten. Was ist denn da wieder für eine Schweinerei passiert? Die Hilfsmannschaft bin ich, Herr Direktor. Machen Sie keine Witze. Danach ist mir jetzt nicht zumute. Darf ich Sie bitten, dieses Beglaubigungsschreiben zu lesen? Es ist von der Regierung. Von militärischer Hilfe absehen. Zuge der Umorganisation des Sozialdienstes. Gewaltsame Methoden vermeiden. Ja. Fortschritt in der Psychotechnik. Was soll das? Das klingt ja geradezu wie Spott. Finden Sie? Die neuen Methoden sind sehr wirksam. Ich glaube, die hohen Herren auf der Erde können sich kein rechtes Bild von unserer Lage machen. Ein Streik auf der Venus ist ja nicht dasselbe wie ein Streik auf der Erde. Haben Sie es schon einmal mit Venusarbeitern zu tun gehabt? Haben Sie eine Ahnung, was für Pack sich für den Dienst hier bewirbt? Wir müssen froh sein, überhaupt jemanden zu kriegen. Weil diese Umgebung, diese schwüle Hitze, der man nirgends entkommt, der Gestank nach Mercaptan und Teer, der jede Abdichtung durchdringt, die Krankheiten, die Menschen hier sind nicht normal. Um mit ihnen fertig zu werden, brauchen wir Waffen, keine Lehrbücher. Wenn die Menschen hier nicht normal sind, bin ich gerade an der richtigen Stelle. Gehen Sie ran, Rossi. Ja, was geht's? Pinopoulos möchte Direktor Walkers sprechen. Der Vorsitzende der Streikleitung. Nehmen Sie das Gespräch an? Geben Sie her. Was wollen Sie, Pinopoulos? Wir machen Ihnen ein letztes Angebot. Es gibt nichts zu verhandeln, geht an eure Arbeit und zwar sofort. Es gibt sehr viel zu verhandeln. Wie steht es mit der Lohnaufbesserung? Wird die vierte Schicht abgeschafft? Und was ist mit einem besseren Casino für die Arbeiter? Mann, Sie fantasieren wohl, nicht drüber zu reden. Meine Leute warten bis 6 Uhr. Wenn Sie dann nicht nachgeben, garantiere ich für nichts mehr. Wollen Sie mir drohen? Dieser Streik ist illegal. Sie wissen, dass Sie sich strafbar machen. Wir werden Sie zur Arbeit zwingen. Verzeihung, darf ich einmal... Doch, hallo, Pinopoulos, hören Sie? Hier spricht Whittleby. Die Regierung hat mich geschickt, um den Streik zu schlichten. Ich bin eben erst gekommen. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen. Sobald wie möglich. Was fällt Ihnen ein, Whittleby? Sind Sie zum Verhandeln bereit? Wir können über alles reden. Sie können doch nicht ganz einfach hören. Na schön, ich komme. Es kann eine Stunde dauern, aber in der Frist ändert sich nichts. Whittleby, Sie verlassen sofort. Einen Moment, Direktor Walkers. Haben Sie den Brief nicht zu Ende gelesen? Den letzten Satz, meine ich? Chefpsychologe Whittleby ist bei allen Aktionen zu unterstützen. Sie allein wollen mit dem Aufstand fertig werden? Lacher. Chef, ich meine, vielleicht hat er doch eine Chance. Die moderne Psychologie... Das Aktionen steht da. Aber Sie unternehmen ja nichts. So einfach ist die Sache nicht. Wie wäre es denn, wenn Sie mir zuerst Ihre Situation genau schildern würden? Also, in Gottes Namen, Rossi, berichten Sie. Tja, was gibt's da schon viel zu berichten? Wir bauen Phenolharze ab. Mineralischer Kunststoff sozusagen. Das Zeug bildet sich hier ständig. Aus Kohlendioxid und Wasser entsteht unter der starken UV-Strahlung Formaldehyd. Und dieses polymerisiert. Weite Teile der Venusoberfläche bestehen aus diesen hochwertigen Polymerisaten. Wir können sie im Tagebau gewinnen. Das hört sich einfach an, was? In Wirklichkeit ist es eine widerliche Schinderei. Das Zeug ist unglaublich widerstandsfähig. Man muss es vom Boden schneiden wie eine Haut.
Und wie wird das gemacht? Ich meine, wie sieht das für die Arbeiter aus? Die Firma hat eigene Methoden dafür entwickelt. Spezialfahrzeuge reißen die Schichten auf. Hinterher kommen die Förderpanzer und bringen das Rohpolymerisat ans Laufband. Das befördert es zu den Schächten. Mit der unterirdischen Bahn kommt es schließlich ins Hüttenwerk, das gleich neben dem Verwaltungsgebäude liegt. Wir haben automatisiert, soweit es geht, aber leider gibt es eine Menge von Arbeiten, für die wir Menschen brauchen. Kein angenehmer Job, müssen Sie wissen. Den ganzen Tag im Schutzanzug herumlaufen. Dazu diese Hitze und die schlechte Luft, selbst in den klimatisierten Räumen. Naja, und dann, man sieht kaum etwas. In dem Nebel aus Wasserdampf, Staub und Flugalgen sieht man keine 5 Schritte weit. Und daran wirbelt und malt es ununterbrochen. Selbst durch die Kuppelwände kann man es hören. Hier, haben Sie sich draußen mal umgesehen? Na, schauen Sie sich das an. Ich sehe nichts als Dreck. Arbeiten die Leute eigentlich auch mal im Innendienst? Na, nur wenige. Verhüttung und Büroarbeit sind automatisiert. Das Aufsichtspersonal fällt kaum ins Gewicht. In den Streik getreten sind die Leute vom Außendienst. Ja, sie haben den Betrieb praktisch stillgelegt. Sieht schlimm aus. Ja, ist es auch. Können Sie was tun? Ich glaube ja. Aber zunächst einige Fragen. Wie viele Leute streiken? Etwa 300. Und warum streiken die Leute? Warum? Komische Frage. Sie wollen mehr Geld, weniger Dienst, besseres Essen. Das verlangen Sie. Aber warum streiken Sie wirklich? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Sehen Sie, mehr Geld und weniger Dienst, das ist keine Erklärung. Das wird immer verlangt, wenn sich Unzufriedenheit breit macht. Wenn der Arbeiter sich einsam fühlt oder unverstanden. Wenn er nicht so vorwärts kommt, wie er sich gedacht hat. Oder keinen Erfolg bei Frauen hat. Oder wenn ihm seine Kollegen nicht passen. Oder ihn seine Vorgesetzten nicht richtig behandeln. Er wird nie verlangen, dass der Chef ihm öfter auf die Schulter klopft oder dergleichen. Nein, nein, er verlangt stets das Gleiche. Geld und Freizeit. Aber selbst wenn Sie es ihm geben, das Problem bleibt ungelöst. Wir geben ihm nichts. Können Sie nicht oder wollen Sie nicht? Wir sind ein gewinnintensives Unternehmen. Wenn wir erstmal mit Zugeständnissen anfangen, dann merken die Leute, dass wir uns erpressen lassen. Lohnerhöhungen sind zurzeit völlig indiskutabel. So. Und wie steht es mit dem Grund? Was für einen Grund zur Unzufriedenheit könnten die Leute haben? Keinen. Sie haben alles, was sie brauchen. Aber die Arbeit ist anstrengend und auch gefährlich. Im letzten Jahr haben wir 15 schwere Unfälle gehabt. Nein, nein, nein. Schwere Arbeit und Gefahr waren nie Gründe zur Unzufriedenheit. Nie die eigentlichen Gründe. Hier die Abrechnung der letzten 2 Schichten, Herr Direktor. Später. Ich habe jetzt keine Zeit für Verwaltungskram. Ich brauche Soldaten. Darf ich Sie einmal etwas fragen? Ja, bitte. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Stellung hier? Och, etwas mehr Gehalt hätte ich ganz gern, wenn Sie das meinen. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich will mal anders fragen. Warum arbeiten Sie hier auf der Venus? Warum sind Sie hierher gekommen? Ich wollte mir ein eigenes Flugboot kaufen. Aha. Immerhin sind die Löhne hier höher als auf der Erde. Haben Sie Ihr Flugboot? Ja. Es steht in einem Hangar an der Costa Brava. Im Urlaub hole ich mir's. Dann mache ich große Reisen. Ich war schon im Himalaya-Schutzpark und in Antarktika. Aber Sie arbeiten noch immer hier. Warum? Warum bleiben Sie in dieser üblen Gegend? Warum bleiben Sie auf der Venus? Na ja, so genau habe ich mir das nicht überlegt. Schnell Geld verdienen, ja, aber das ist nicht alles. Eigentlich ist es hier auch interessanter als in einem Allerweltsbüro, finden Sie nicht? Mhm. Unangenehm ist nur, man ist eben nicht zu Hause. Alles ist behelfsmäßig, das Quartier, die Freizeit, das ganze Dasein. Aha. Ich danke Ihnen, es war sehr interessant. Whittleby, was soll denn das? Unsere Frist läuft ab und Sie plaudern mit einem Schreibmädchen. Wollen Sie denn nichts unternehmen, Waffen aufbauen und so weiter und so weiter? Was bedeutet das? Mittagessen. Man muss hier daran erinnert werden, dass Mittag ist. Aber heute haben wir anderes zu tun, als ans Essen zu denken. Ich habe Hunger. Ich werde mir von Ihrer Sekretärin die Kantine zeigen lassen. Wenn Penopoulos kommt, lassen Sie mich bitte rufen. Auf Wiedersehen. Arbeiten noch? Haben Sie keine Mittagspause? Doch, aber ich schreibe dieses Blatt noch fertig. Aha. Was ist denn das? Ein Aufruf?
an alle, nehmt die Arbeit unverzüglich wieder auf. Dienst für die Allgemeinheit, Wohl und Wehe der Menschheit, sagt euch von euren Streikführern los, eherne Gemeinschaft und eine große Ziele. Eieieiei, wer hat denn das gedichtet? Direktor Walker selbst. Klingt ein wenig nach Schillers Glocke, finden Sie das? Ich weiß nicht. Meinen Sie, dass das was nützt? Ich weiß nicht. Natürlich wissen Sie es, dass es völlig nutzlos ist. Dass auf diese Weise nichts erreicht wird. Die Arbeiter lachen doch darüber. Sie lachen ja selbst, ganz im Stillen, stimmt's? Ja, aber wirklich nur ganz im Stillen. Ich bin ja nur eine Stenotypistin. Wissen Sie was, Stenotypistin? Sie gehen jetzt mit mir zum Essen. Ja, aber... Keine Bedenken. Direktor Walkers lässt Sie bitten, mir die Kantine zu zeigen. Welche? Wieso, welche? Gibt's hier mehrere? Zwei. Na schön, kommen Sie. Wir können ja sowieso nur in die Kantine vom Innendienst. Nach außen hin ist ja alles hermetisch abgeriegelt. Bitte nach Ihnen. Okay. Wer weiß, wie Ihnen unser Essen hier schmeckt? Oh, weh, ist die Küche so schlecht? Es ist eine Automatenküche wie jede andere. Man kann sich zwar 12 verschiedene Gerichte aussuchen, aber eins schmeckt wie das andere. Man kennt sie alle auswendig. Das verstehe ich nicht. Ich habe in Automatenküchen schon ausgezeichnet gegessen. Besonders die Sachen vom Infragrill. Oh, Infragrill. Wieso? Die Anlage ist ein alter Hut vom vorigen Jahrhundert. Und warum wird keine neuere angeschafft? Direktor Walkers meint, wir hätten hier eine Pionieraufgabe zu erfüllen. Die Venus zu erschließen und so. Da sind wir schon. Hier ist der Einwurfschlitz. An diesen Hebeln brauchen Sie nur zu ziehen. Ich nehme mal wieder Nummer 7. Und Sie? Tja, auch egal. Darf ich mich Ihrem Geschmack anvertrauen? Ja, natürlich. Na, sieht doch recht anständig aus. Wenn Sie noch Kaffee wollen. Nein, hole ich mir nachher. Wird ja sonst kalt. Setzen wir uns hierher? Ja. Gut, bitte. Ja, guten Appetit, Stereotypistin. Linda. Guten Appetit, Linda. Guten Appetit. Das schmeckt nicht mal so schlecht. Etwas fade. Das kommt wohl von den Papiertellern. Und die werden dann weggeworfen. Das will ich hoffen. Es ist eben alles sparsam aufgezogen hier. Aber die Firma hat diese Kolonie doch schon seit 30 Jahren. Ja. Bei den Leuten, die da drüben am Tisch sitzen, sind ein paar Ältere. Die sind doch bestimmt schon länger da. Sicher, einige von Anfang an. Die arbeiten aber nur noch im Innendienst. Und wenn Sie pensionsreif sind, was machen Sie dann? Ich glaube, jeder träumt von einem Häuschen mit Garten auf der Erde. Sie haben alle Geld gespart und können es sich leisten, wenn Sie bescheiden bleiben. Tja, aber haben Sie nicht längst jeden Kontakt verloren? Werden Sie sich auf der Erde überhaupt noch zurechtfinden? Sie haben doch die letzten Jahrzehnte Ihres Lebens hier oben verbracht. In diesem Alter lassen sich Menschen nicht mehr so ohne weiteres verpflanzen. Tja, darüber habe ich noch nicht richtig nachgedacht. Ich bin noch nicht so lange weg. Finden Sie rasch Freunde, wenn Sie unten auf der Erde Urlaub machen? Ich meine, fühlen Sie sich sofort wieder als eine von den Erdratten? Na ja, offen gestanden, ein wenig schwer fällt es mir schon. Manches, was da getrieben wird, kommt mir schon ein bisschen läppisch vor. Das geht vielleicht jedem so, wenn er älter wird. Da übertreiben Sie aber. Wer so aussieht wie Sie. Naja, ich hole jetzt unseren Kaffee. Hier ist der Ordner. Und hier das Rundschreiben. Aber über Sondervollmachten steht nichts drin. Die Verantwortung haben wir zu tragen. Aber die Mittel dazu gibt man uns nicht. Bei der nächsten Vorstandssitzung werde ich den Herrn mal meine Meinung sagen. Hey, Linda. Hallo, Linda. Ist denn Linda noch nicht da? Ich sehe mal gleich nach, Chef. Nein, niemand da, Chef. Dieser Mensch wird uns noch zu schaffen machen. Ja. Wir haben nur noch 5 Stunden Zeit und er geht mit meiner Sekretärin speisen. Hier rumzuflirten. Chef, ich bin da nicht sicher. Er macht nicht den Eindruck. Vielleicht will er sie aushorchen. Das wäre doch gar nicht so dumm. Von seinem Standpunkt aus, meine ich. Schauen Sie, durch die Hände einer Sekretärin gehen allerlei wichtige Papiere. Meinen Sie, dass sie plaudert? Tja. Nun, wenn schon. Was sollte sie ausplaudern? Wir haben nichts zu verbergen. Naja, aber wer weiß, woran der einen Haken findet.
scheint einer von diesen Sozialreformern zu sein. Die haben an allem Möglichen was auszusetzen. Solange eine Firma noch mit Gewinn arbeitet, meinen sie, dass man die Arbeiter übervorteilt. Diese Leute denken keine 3 Tage voraus. Ich weiß nicht, Chef, ich weiß nicht. Mir kommt da nicht dumm vor. Und die Psychologie? Freud, Jung, Adler, hören Sie auf. Unbewusste Schuld, Frustration, verdrängte Gefühle. Ich habe das auch mal lernen müssen, als ich zum Truppleiter aufstieg. Sogar in einen Kurs für Menschenführung haben die mich gesteckt. Als ob man mit diesem Kram was anfangen könnte. Oder meinen Sie, Penopoulos hat einen Ödipus-Komplex? Geld will der, mein Lieber. Das erklärt mehr als alle Psychologie. Chef, so sicher bin ich mir da nicht. Es gibt eine moderne, naturwissenschaftliche Psychologie. Haben Sie schon davon gehört, dass man Verbrechern Drähte ins Gehirn geführt hat? Aus den abgeleiteten elektrischen Impulsen konnte man die Mitschuldigen herauslesen. Tatsache? Ja. Erst vor ein paar Tagen habe ich wieder darüber gelesen, in einer Illustrierten. Da gibt es Gase, die die Menschen willenlos machen. Gifte, die jedes gewünschte Verhalten hervorrufen. Geräte, mit denen man hypnotisieren und Gedanken lesen kann. Und Sie meinen, dieser Whittleby, der so aussieht, als ob er kein Wässerchen trüben könnte, hat sowas bei sich? Ja, schon möglich. Jedenfalls scheint er sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Das wären keine schlechten Waffen. Aber warum tut er nichts? Warum rückt er nicht raus mit seinen Mittelchen? Naja, also, vielleicht will er uns zappeln lassen. Wir haben ihn ein bisschen, ich würde sagen, schroff behandelt. Sie meinen, er ist sauer? Ja. Was ist so alles passiert? Jetzt muss ich mich auch noch mit einem überempfindlichen Psychologen herumärgern. Mein Gott, Horsey. Ich bin halt offen, gerade heraus. Zu wenig Diplomat wahrscheinlich. Sonst säße ich ganz woanders, in der Firmenleitung in Kalifornien, aber nicht hier in dieser finstern Gegend. Als einfacher Arbeiter habe ich hier angefangen. Ich habe sie genossen, die Venus. Hier zählt nur Härte, Ausdauer, Nüchternheit. Ja? Hier Tor 12. Penopoulos und Sanchez sind da. Sollen wir sie durchlassen? Durchsuchen Sie sie erst auf Waffen. Ende. Wir müssen Willoughby holen. Wozu? Wir brauchen ihn nicht. Wenn wir sie einfach wieder wegschicken? Ich meine, ohne das Willoughby... Chef, entschuldigen Sie, aber ich glaube, da bekämen wir Schwierigkeiten. Oh, Herr Willoughby. Vom Essen zurück. Die Streikführer haben sich eben angemeldet. So, so. Ich komme gleich wieder. Ich will nur eben meinen Koffer holen. Dann können wir verhandeln. Verhandeln kommt nicht in Frage. Aber Chef, verstehen Sie doch. Er will seinen Koffer holen. Sie meinen, dass er... Ja. Na, wir werden sehen. Ich erwarte, dass Sie mich unterstützen, Rossi. Aber das ist doch selbstverständlich. Sie sind tüchtig, Rossi. Sie werden es noch zu was bringen. Und Sie wissen, ich trete für meine Mitarbeiter ein. Wenn wir hier gut rauskommen, werde ich Sie für eine Beförderung vorschlagen. Oh, danke. Und jetzt müssen wir zusammenhalten, verstehen Sie? Hand in Hand arbeiten. Wir müssen diesen Whittleby mit allen Mitteln dazu bringen, den Streik zu beenden, wenn nötig mit Gewalt. Ist doch für alle Beteiligten das Beste. Aber ja, natürlich. So, wo sind denn nun die Leute? Darf ich Ihnen den Koffer abnehmen? Oh nein, danke, schon gut. Herr Penopoulos ist hier. Soll er reinkommen? Na, Penopoulos? Das ist Sanchez, mein Stellvertreter. Hallo. Mein Name ist Whittleby. Ich komme direkt von der Erde sozusagen als Schlichtungskommission. Aber das sagte ich ja schon am Telefon. Setzen Sie sich bitte. Danke. Nehmen Sie unsere Forderungen an? Nein. Was fordern Sie denn, Herr Penopoulos? Um genau zu sein, 10% Lohnerhöhung, Abschaffung der 4. Schicht und ein besseres Casino für die Arbeiter. Wenn Sie es nicht billiger machen, dann können wir gleich zusperren. Das können Sie sich ohne weiteres leisten. Ihre Gewinnspanne verträgt das ja. Haben Sie eine Ahnung? Darüber können wir uns später unterhalten. Mich interessiert etwas anderes. Haben Sie sich eigentlich wirklich gut überlegt, was Sie erreichen wollen? Natürlich, ganz genau. Wir haben einen hübschen Haufen Arbeit. Und das ist kein Zuckerlecken hier. Gute Arbeit ist Ihren Lohn wert. Er hat recht. Die Leute sind unzufrieden. Wenn sie ihnen nicht entgegenkommen, können auch wir sie nicht mehr zurückhalten. Dann geschieht ein Unglück. Moment. Stellen Sie sich vor, Ihre Forderungen würden erfüllt. Ihre Leute hätten mehr Geld und mehr Freizeit. Können Sie sich das vorstellen, ja? Nun, was meinen Sie? Wären Sie auf die Dauer zufrieden? Auf die Dauer? Ja nun, wir verhandeln nicht für die Ewigkeit. Wahrscheinlich müssen wir später wieder neue Forderungen stellen. Das ist nun mal so. Damit geben Sie aber zu, dass Geld und Arbeitszeit gar nicht der eigentliche Grund für Ihre Forderungen sind. Gar nichts geben wir zu. Ich bin völlig unparteiisch. Mein einziges Ziel ist es, eine Einigung zustande zu bringen, die beide Seiten zufriedenstellt. Aber es hat doch gar keinen Sinn, irgendwelche kleinen Zugeständnisse zu erzwingen. Das bringt die Firmenleitung nur in Schwierigkeiten und euch wäre damit nicht geholfen, nicht wirklich geholfen.
Verstehen Sie, was ich meine? Es ist nicht Geld, was euch fehlt. Ihr habt sowieso mehr, als ihr ausgeben könnt. Oder die Freizeit, die euch zu kurz wird. Wenn ihr wisst, was ihr mit eurer Freizeit anfangen sollt, dann braucht ihr kein besseres Casino. Also, Pinopoulos, denken Sie bitte nach. Gibt es noch irgendetwas anderes? Gibt es irgendeinen Wunsch, der nichts mit Geld zu tun hat? Ich wüsste nicht. Whittleby, Sie reden viel zu viel. Was soll denn dieser Quatsch? Wenden Sie Ihre Apparate an. Sie vergeuden nicht nur unsere Zeit, sondern auch unser Geld. Was meint er, Apparate? Sehen Sie, ich bin Psychologe und habe einige Testgeräte mitgebracht. Hier zum Beispiel. Dies ist ein Assoziationsanalysator. Und ich habe jetzt eine Bitte an Sie. Lassen Sie sich einmal testen. Ich muss herausbekommen, was Sie wirklich bedrückt. Aber ich sage Ihnen doch, was... Sie selbst können gar nicht genau wissen, was Sie wirklich wollen. Die Wünsche und Ängste, die uns glücklich oder unglücklich machen, stecken tief im Unbewussten. Bitte helfen Sie mir. Ich meine es ehrlich mit Ihnen. Tu es nicht, Konstantin. Wer weiß, was er vorhat. Wir sind nicht hier, um uns untersuchen zu lassen, sondern um zu verhandeln. Zum letzten Mal. Nehmen Sie unsere Forderungen an. Aber Menschenskind, Pinopoulos, wenn Sie jetzt gehen, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als Ihre Drohungen zu verwirklichen. Dann bekommen Sie nicht nur kein Geld, sondern Sie zerstören auch Ihren Arbeitsplatz und vernichten möglicherweise auch sich selbst mit. Und wenn nicht, Sie gelten als Rädelsführer. Sie wissen genau, dass in Planetenkolonien nicht mit allen Mitteln gestreikt werden darf. Niemand hält Sie hier. Ah ja. Vielleicht ist es das, was Sie eigentlich wollen. Fort von der Venus. Ist das Ihr heimlicher Wunsch? Durch eine überspitzte Forderung einen Grund dafür schaffen. Von der Venus weg? Ach, wissen Sie was? Testen Sie mich. Konstantin, das ist so gefährlich. Darauf darfst du dich nicht einlassen. Ach was, was soll schon dabei sein? Geh jetzt ohne mich zurück. Wenn ich bis, na, sagen wir, in einer Stunde nicht nachkomme, dann holt mich mit Gewalt raus. Na, wie du meinst. Aber in 4 Stunden geht's los. Bitte, Herr Pinopoulos. Setzen Sie sich aufrecht hin. Los, gut. Ich lege nur einen Bügel um Ihren Kopf. Es tut nicht weh. Was haben Sie vor? Einen Moment, Rossi. Sehen Sie, im Gehirn sind die verschiedensten Begriffe gespeichert. Aber nicht nur das. Sie stehen auch in Verbindung miteinander. Wird nun ein Begriff angesprochen, dann aktivieren sich alle Nervenbahnen, die zu dazugehörigen Begriffen führen, und auch diese klingen mit. So wie die Obertöne bei einem Saiteninstrument, verstehen Sie? Diese Verbindungen sind nun bei allen Menschen verschieden. Durch dieses Gerät kann ich einige von ihnen herauslesen und daraus Schlüsse ziehen. Ja, im gewissen Sinne ist es ein Verstärker für unausgesprochene Worte, die im Gehirn bei jeder Anregung lebendig werden. Ein Gedankenverstärker. Ja, und nun möchte ich Sie bitten, während der Untersuchung nicht zu sprechen. Und Sie, Pinopoulos, schließen Sie bitte die Augen. Baum. Baum. Blätter. Rinde. Äste. Sehr gut. Baum. Stamm. Wurzel. Baum. Jetzt ist es gut. Bergwerk. Nickel, Chrom, Erz, Förderband, Bergwerk, Kameraden, Arbeitsplatz, Streik, Zwang, Angst, Krankheit, Alt, Tod, Gewalt, Verdienst, Ende. Heimat. Frau, Kinder, Frieden, Zuhause, Heimat, Alter, Ende. Venus. Nebel. Wolken, Horizont, Venus, Ruhe, Ende, Gewalt,
So, wir sind fertig. Haben Sie was gefunden? Ja. Und was jetzt? Sie können gehen. Ich brauche noch etwas Zeit, vielleicht bis 24 Uhr. Aber dann hoffe ich, Ihnen ein Angebot machen zu können, das alle zufriedenstellt. Sie hören von mir. Glauben Sie nur nicht, dass Sie uns weiter hinhalten können. Darauf lasse ich mich nicht mehr ein. Also, beeilen Sie sich. Der nimmt den Mund ganz schön voll. Frechheit. Das haben Sie davon, Whittleby. War das wirklich aufschlussreich für Sie? Wie ist das Ergebnis? Oh, so schnell geht das nicht. Ich muss erst die Analyse machen, die Relationswahrscheinlichkeiten feststellen und den Informationsgehalt zweiter Ordnung bestimmen. Dann werden wir weitersehen. Und erst dann beginnt die eigentliche Auswertung? Ja. Ist das nicht ziemlich umständlich? Das menschliche Denken ist umständlich. Das ist doch alles Theorie. Was erhoffen Sie sich davon? Die Lösung unseres Problems, Mr. Walkers. Aber nun will ich Sie nicht länger stören. Auf Wiedersehen, bis nachher. Wer da? Whittleby. Ich habe vorhin angerufen. Ah, Sie sind's. Haben Sie einen Ausweis da? Nein. Na schön, ich habe mich erkundigt. Sie dürfen raus. Aber was wollen Sie da tief unten im Magazin? Das gehört schon zum Außenbereich. Sie wissen doch, dass die da streiken. Ich an Ihrer Stelle... Tja, als Geißel sind Sie denen sicher willkommen. So schlimm wird es nicht gleich kommen. Ist doch alles ruhig. Ja, ich weiß nicht. Heute Vormittag sind ein paar Dutzend da gewesen und haben randaliert. Ohne die Stahlsicherung wären die glatt hier eingedrungen. So. Und seither? War sonst noch was? Nee. Nur da drüben sehe ich manchmal einen Lichtblitz. Ich glaube, die haben da einen Posten aufgestellt. Ja, das hätte ich auch getan. So, das hätten Sie auch getan. Meinen Sie, dass den Leuten vom Außendienst Gefahr droht? Bisher habe ich gedacht, dass die uns bedrohen, die Zentrale. Ja, ja, eigentlich schon. Aber wenn es hart auf hart geht, unsere Direktion ist da nicht zimperlich. Wenn sie genügend Leute hätte, ginge sie bestimmt ohne Zögern vor. Aber wir sind nur 20 Mann im Wachdienst. Sind froh, dass wir die Tore bewachen können. Was hätte das schon für einen Sinn, mit Gewalt vorzugehen? Ja, um die Redelsführer zu verhaften. Dann wäre gleich wieder Ruhe. Wissen Sie, diese Arbeiter... Das sind meist einfache Leute. Die haben es in den Fäusten, nicht im Kopf, verstehen Sie? Da gehört schon was zu, die alle auf Vordermann zu bringen. So ein Streik muss ja auch erstmal organisiert werden. Sie meinen, die Leute sind aufgehetzt? Aufhetzen braucht man die nicht. Die sind schon von selbst unzufrieden. Ja, die schwere Arbeit. Könnte sein. Müssen sich ganz schön abschuften. Und fühlen sich auch unterdrückt, rechtlos. Eigentlich kann ich das verstehen. Ich bin froh, dass ich gleich hierher zum Innendienst gekommen bin. Wo liegt denn da der Unterschied? In der Bezahlung? Ja, wahrscheinlich. Obwohl ich auch nicht viel mehr kriege. Aber wir haben da gewisse Vergünstigungen. Schauen Sie sich doch mal diese Druckanzüge an. Unsere haben den engen, modernen Schnitt. Die aber müssen auch die alten Klamotten tragen, in denen man wie ein Pudding aussieht. Ist denn das so wichtig? Tja, wenn man darüber nachdenkt... Eigentlich nicht. Aber in Wirklichkeit, man fühlt sich eben unsicher in dem alten Zeug. Lächerlich irgendwie. Ach so. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, ja, schon gut. Sehen Sie, da habe ich wieder was gelernt. Naja, ich gehe jetzt. In spätestens einer Stunde bin ich zurück. Wenn nicht, soll ich dann Alarm schlagen? Was würde das nützen? Hallo? Ist jemand hier?
Hallo, Penopoulos! Sind Sie da? Ja? Es ist gut, dass Sie gekommen sind. Nicht gerne. Dieses Zusammentreffen, das sieht ganz nach Paktieren aus. Wenn Sie es nicht so dringend gemacht hätten, meine Kameraden sind misstrauisch. Wir können doch offiziell miteinander verhandeln, also weshalb warum? Weshalb denn immer offiziell? Da ist alles angespannt. Jeder belauert den anderen, hat Angst, zu viel auszuplaudern. Und ich erfahre nicht, was ich will. Weshalb nicht ein privates Gespräch? Ich bin jetzt nicht im Dienst und Sie sind es auch nicht. Es ist Streik und um 24 Uhr... Ja, schon. Aber warum sollten wir beide uns nicht einmal unterhalten von Mensch zu Mensch? Wenn Sie glauben, Sie könnten einen Keil zwischen uns... Ich kann nicht verhandeln ohne Sanchez. Nicht verhandeln, unterhalten. Es interessiert mich, wie Sie hier leben, was Sie in Ihrer Freizeit tun. Was geht es Sie an, was ich in meiner Freizeit tue? Ich glaube, Sie verstehen mich falsch. Sie benehmen sich dauernd, als würden Sie angegriffen. Ich habe nichts gegen Sie. Ich habe Sie heute zum ersten Mal gesehen. Genau wie Walkers und Rossi. Ich ergreife keine Partei. Ich will nur, dass alle in Frieden arbeiten können. Ach, das sind doch Redensarten. Redensarten? Gibt es Ihnen nicht zu denken, dass ich mich informieren will? Dass ich über die Dinge, über die ich entscheiden muss, mehr wissen will, als ich von Walkers und Rossi höre? Naja, es ist schon etwas ungewöhnlich, aber unser einer weiß ja nie... Kommen Sie, setzen wir uns ein bisschen. Ach, das ist doch sinnlos, wir werden uns nicht einig. Mann, sehen Sie mich doch nicht immer als Gegner. Ich bin nicht Ihr Gegner. Setzen Sie sich. Ja, meinetwegen. Eine Frage. Sind Sie verheiratet? Warum? Was hat das damit... Sind Sie verheiratet? Ja. Ich will nur wissen, in welchen Verhältnissen Sie hier leben. Verhältnisse? Das ist das richtige Wort. Die wenigsten sind hier verheiratet. Wenn Sie mal Erdurlaub haben... Dann nehmen Sie sich irgendein Mädchen. Es gibt genug Mädchen, die davon leben. Urlauber von Planetenkolonien haben Geld, wenigstens bis der Urlaub rum ist. Die Rückfahrt zahlt dann die Firma und dann geht's hier von Neuem los. Es gibt wenig Frauen hier, wie? Ein paar im Innendienst. Aber da haben die Herren von der Verwaltung Vorfahrt. Ich hätte jetzt Lust, was zu trinken. Gehen Sie mit? Wie ist es denn mit Besuchen? Waren schon mal Familienangehörige hier auf Besuch? Ja, Sie sollen mich besuchen, Janis und Nina. Wann kommen Sie? Entschuldigen Sie, was haben Sie gefragt? Ob gelegentlich Besuch hierher kommt. Besuch? Auf die Venus? Sie haben vielleicht Ideen. Überhaupt, was soll das Ganze? Ich lasse mich hier ausfragen, dabei wollte ich... Sie wollten mir keine Antworten geben. Nein. Und jetzt wollen Sie? Ja, warum eigentlich nicht? Gut so. Und Sie werden mir alles glauben, was ich sage. Ja, ich werde Ihnen glauben. Sagen Sie mir also, wie steht es mit Ihrer Familie? Oder ist das ein Geheimnis? Im Gegenteil. Das ist es ja. Jeder weiß es. Nina hat einen anderen. Ich kam damals unten an. Mein letzter Erdurlaub vor 2 Jahren... Nicht einmal reingelassen hat sie mich. Und was ich durchs Fenster habe sehen können, das hat mir gereicht. Einen ordentlichen Krach habe ich geschlagen, aber sie hat mir zugerufen, ich soll mich hinscheren, woher ich gekommen bin oder sowas. Sie haben Kinder? Ja, 2. Wenn die Laserverbindung mal für unser einen frei ist, schreibe ich ihnen auch mal. Aber wann geht das schon? Und? Gab es mal eine Antwort? Ja, schon, aber wissen Sie, so... Man weiß ja kaum was voneinander. Ich kann das gut verstehen. Und das bedrückt sie. Daher kommt ihre Wut. Verdammt nochmal. Da soll man auch nicht die Wut kriegen. Hätte ich einen Job auf der Erde, dann wäre alles noch in Ordnung. An allem ist diese Firma schuld. Na, 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 das hier ist ja schließlich keine Strafkolonie. Sie sind doch aus freien Stücken hierher gekommen. Frei. Na, so kann man es auch sagen. Erst wird von Kündigung gesprochen und dann wird einem als Rettung Arbeit in einer Planetenkolonie angeboten. Aber jetzt bin ich am Drücker. Diesmal geben wir nicht nach. Unsere Forderungen müssen erfüllt werden. Und wenn die Firma darüber pleite geht, sie muss zahlen und die 4. Schicht abschaffen. Und was wäre damit gewonnen, wenn die Firma pleite geht? Die Herren sollen merken, dass wir auch Menschen sind. Kommen Sie mit dem Lohn nicht aus? Was heißt da rauskommen?
Aber unsere Arbeit ist mehr wert. Was glauben Sie, was die am Phenolharz verdienen? Und wie steht es mit der Arbeit? Ist sie schwer? Ja. Schwer ist sie. Verlangt Konzentration. Man arbeitet im Nebel, der wie Watte an den Scheiben liegt. Nur selten reißt er auf. Und nur dann zeigen die Scheinwerfer, wie es wirklich aussieht um uns herum. Eine Wüste aus zähem Harz, krustig aufgebläht. Nur selten von Felszacken unterbrochen. Und dann schließt uns die Waschküche wieder ein. Der Sturm rüttelt an den schweren Maschinen, aber er kann uns nichts anhaben. Drinnen, in der Kanzel da, nützt das Kühlsystem wenig und durch die Isolierung hindurch riecht es immer nach Gummi und Harz. Aber das Schlimmste ist, dass man nichts wirklich sieht. Das Ultraschall-Echolot zeichnet das Bodenprofil auf einen Bildschirm, aber was sieht man da schon drauf? Wir halten uns lieber an die Fahrgeräusche, das Knirschen und Prasseln, an die Bewegungen, das Schaukeln und Stoßen des Wagens. Das ist eine richtige Wildnis, wie es sie auf der Erde nirgends mehr gibt. Aber wir werden damit fertig. Das ist interessant, Pinopoulos. Erzählen Sie weiter. Was geschieht mit dem Harz? Es wehrt sich. Wissen Sie, es sitzt ganz fest im Felsuntergrund, mit 1000 Fäden darin verwoben. Es bildet Decken, die man zerschneiden muss mit einer Art Pflug. Wir heben sie in Streifen ab. Wir laden sie auf die Förderpanzer. Oft geht das nicht so glatt. Oft sind Felszacken im Weg. Wenn sie nicht so groß sind, fahren wir einfach darüber hinweg. Die Panzer malen sie nieder. Sie haben unheimliche Kraft. Wenn man die Hand am Hebel hat, spürt man diese Kraft bis in die Fingerspitzen. Tja, Pinopoulos, ich glaube, jetzt weiß ich schon viel mehr. Ja, dann will ich wieder wandern. Sie haben mich ausgeholt, Sie... Seien Sie ruhig. Sie nehmen mir auch nichts übel. Wir haben uns ein halbes Stündchen unterhalten, ganz freundschaftlich. Sonst ist nichts vorgefallen. Und Sie nehmen mir nichts übel. Ich nehme Ihnen nichts übel. Schön. Das wär's also, Pinopoulos. Ich nehme Ihnen nichts übel. Hallo, Walkers. Hallo, Ross. Ach, Herr Whittleby. Und wo haben Sie gesteckt? Ich habe gearbeitet. Mit welchem Erfolg, wenn man fragen darf? Ich weiß jetzt, um was es eigentlich geht. Alles reimt sich gut zusammen. Zunächst mein Test. Haben Sie bemerkt, dass sich die Assoziationsfelder von Angst, Heimat und Venus überdecken? Ist das alles? Dabei ist aber der Begriff Venus seltsamerweise von negativen Wörtern frei. Das kann nur eines bedeuten. Die Leute sind gern hier. Warum streiken Sie dann? Die Gefahren, die Ihre Arbeit mit sich bringt, machen Ihnen nichts aus. Angst haben Sie nicht vor Unfällen, sondern vor einem Altern ohne Heimat, ohne Zuhause. Ja. Ja, so seltsam es ist, Sie sind gern da. Sie könnten sich hier daheim fühlen, wenn... Wenn was? Ich ahnte es schon, seit ich mit Ihrer Sekretärin sprach. Die Leute haben einen geheimen Wunsch. Sie möchten hierbleiben. Sie möchten sich einrichten können. Können Sie ja, solange Sie arbeiten. Aber nicht in provisorischen Unterkünften. Nicht in einem Dasein auf Abruf, so nah bei der Arbeitsstelle. Sie sehnen sich nach einer richtigen Heimat. Ja, und was sollen wir tun? Ganz einfach, die Maßnahme ergreifen, die alles regelt, auf die Dauer. Ich weiß, was an der Unzufriedenheit schuld ist. Rufen Sie Pinopoulos an. Sagen Sie ihm, dass Sie eine zweite Kuppel bauen werden, am besten da drüben am Hang der Berge, allein für die Arbeiter. Eine Wohnsiedlung. Und versprechen Sie jenen Männern, die mehr als 10 Jahre hier sind, eine kleine Wohnung als Gratifikation. Erlauben Sie ihnen, Frauen mitzubringen, Familie zu haben.
Es ist das Beste, was Sie tun können. Auch für die Firma. Woher soll ich das Geld nehmen? Völlig unmöglich. Überlegen Sie es sich, die Zeit drängt. Pinopoulos ist am Telefon. Geben Sie mir auf die Gegensprechanlage. Bitte sprechen Sie. Es ist 24 Uhr. Sind Sie jetzt bereit, unsere Forderungen zu erfüllen? Nein, natürlich nicht. Das ist unangenehm, besonders für Sie. Ich kann meine Kollegen nicht länger beruhigen. Sie haben die Förderpanzer geholt. Wenn ich Ihnen keine günstige Nachricht überbringen kann, fahren Sie los und belagern das Verwaltungsgebäude. Das wäre ein Angriff. Wir würden ihn mit Waffengewalt zurückschlagen. Ich kann für nichts mehr garantieren. Meine Leute werden sich nicht zurückhalten lassen. Sie werden die Druckschleusen zerstören. Das werden Sie büßen. Halt, Walkers, lassen Sie sich doch nicht zum Äußersten kommen. Wir dürfen jetzt keine Schwäche zeigen. Glauben Sie mir doch, ich weiß besser als Sie, wie man mit den Leuten umgehen muss. Ist Whittleby bei Ihnen? Kann ich ihn sprechen? Ich habe damit gerechnet. Er ist nicht zu sprechen. Aber Walkers, so lassen Sie mich doch. Nein, ich habe hier zu bestimmen, nicht Sie. Dann tragen Sie die ganze Verantwortung. Meine Leute brechen jetzt auf und falls Sie es sich doch noch überlegen sollten, geben Sie ein Zeichen mit der Sirene. Aber ich weiß nicht, ob ich dann das Schlimmste noch verhindern kann. Ende! Das war sehr unklug von Ihnen, Mr. Walker. Ach, Sie reden immer nur. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ich habe anderes zu tun. Wir müssen die Waffen verteilen. Jeder Posten dreifache Munition. Rossi, kommen Sie, helfen Sie mir. Rossi? Ja? Einen Augenblick. Wie lange wird es wohl dauern, bis die Leute hier ankommen? Eine halbe Stunde vielleicht. Vielleicht auch etwas mehr. Die Förderpanzer fahren nicht schnell. Da bleibt uns ja noch ein wenig Zeit. Sie wollen also doch eingreifen? Ich hoffe, es wird nicht nötig sein. Herr Whittleby, aber wie lange wollen Sie denn noch warten? Ich glaube immer noch, dass Walkers einlenkt. Ich glaube, dass er vor den Tatsachen einfach die Augen verschließt. Was ihm nicht passt, will er am liebsten gar nicht sehen. Erst wenn etwas greifbar vor ihm steht, dann nimmt er es zur Kenntnis. Dazu müssen wir allerdings bis zum letzten Augenblick warten, bis die Leute angreifen. Ja, ist das nicht riskant? Wäre es nicht sicherer, früher etwas zu tun? Und was? Sie haben ja gehört... Ihre Apparate. Ach, wollen Sie mich jetzt auch drängen? Nein, mein Lieber, so einfach ist das nicht. Was stellen Sie sich eigentlich unter meinen Geräten vor? Naja, also so ein bisschen Beeinflussung, Dämpfung der Aggressionstriebe und so weiter. Ach, so ein bisschen Willensmanipulation, wie? Naja, so in etwa. Ich weiß nicht, wie die Fachleute das genau nennen. Aber schauen Sie, Beeinflussung ist doch nichts Schlechtes. Natürlich nicht. Aber wozu beeinflussen? In welche Richtung und mit welchen Mitteln? Also wissen Sie, Whittleby, manchmal glaube ich, Sie wollen sich hier bloß wichtig machen. Sagen Sie, wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal was über Psychologie gelesen, wie? Das weiß ich nicht mehr so genau. Jedenfalls habe ich gedacht, Sie kommen von der Verhaltensforschung her. Meinungsforschung, Motivationsanalyse, Antriebsaktivierung und so weiter. Naja, also das kenne ich so von ungefähr. Und da dachte ich, dass Sie heute ein bisschen nachhelfen können. Ach, das sind doch Mittel von gestern. Heute kann man Gehirnwellen lesen, Gedankengänge entschlüsseln. Verstecken Sie eine empfindliche Elektrode im Kopfkissen Ihres Gegners und am Empfangsgerät lesen Sie seine geheimsten Absichten ab. Donnerwetter. Mischen Sie etwas Hexamethylsomnalin in das Trinkwasser und Sie machen die Bevölkerung einer ganzen Stadt zu willenlosen Idioten. Spritzen Sie programmierte Ribonukleinsäuremoleküle ins Vorderhirn und Sie erzeugen Ihren Patienten neue Verhaltensweisen. Genau nach Ihren Wünschen. So weit sind Sie tatsächlich schon? Ach, so weit. Noch viel weiter. Führen Sie Mikroelektroden an die richtige Stelle im Gehirn ein, so kommen Sie zum ferngelenkten Menschen. Von einer Zentrale aus können Sie eine ganze Armee steuern. Es gibt Giftgase, die Menschen zu Lämmern machen oder zu reißenden Tieren. Es gibt Drogen, die Persönlichkeiten verändern, die neue Charaktereigenschaften erzeugen und alte einfach zum Verschwinden bringen. Ja, und diese Mittel haben Sie da? Einiges davon. Und noch anderes. Hier, in diesem Koffer. Ja, aber weshalb halten Sie sie denn dann zurück, während wir uns hier in dieser verdammten Situation... Ich hätte sie für vernünftiger gehalten als Walkers. So etwas wendet man doch nicht unbekümmert an wie... Für ein Kopfschmerzmittel. Mann, Rossi. Sie werden doch eines Tages Leiter eines Industriebetriebes sein. Da müssen Sie doch unterscheiden können, was man tun kann und was man tun darf. Aber das sind doch alles bloß Phrasen. Ach, Phrasen? Phrasen, ja. Woher nehmen Sie denn Ihre Selbstgefälligkeit her? Woher wollen Sie wissen, ob Sie jetzt gerade das Richtige tun? Ich werde jedenfalls versuchen, das Richtige zu tun. Ob es das ist, nun, das werden wir sehen. Wenn Sie noch länger warten, vielleicht ist es dann überhaupt zu spät. Vielleicht kommen wir dann alle um. Und wir sitzen hier und reden. Ich lasse mich nicht von Ihnen drängen. Psychotechnische Waffen sind das Letzte. Verdammt nochmal, Sie sitzen hier rum, aber ich habe nicht rumgesessen. Ich habe was getan. Unsere Posten schaffen Sprengsätze raus. Möglichst weit vor die Schleusen. Wenn Sie dann mit den Panzern kommen. Aber das ist doch Wahnsinn, Walkers. Nehmen Sie die Befehle zurück. Walkers, es wird Verwundete und Tote geben. Ja, glauben Sie denn im Ernst, dass Sie danach den Betrieb noch einmal zum Leben erwecken können? Mit neuen Arbeitern? Warum nicht? Wir müssen uns wehren, wenn die Druckschleusen zerstört werden. Sie wissen wohl nicht, was das bedeutet. Wir müssen uns einfach wehren, das ist lebensnotwendig. Chef, das ist schon Warnstufe 2. Walkers, ich verstehe nicht, wie Sie all das, was Sie so mühsam aufgebaut haben, so leichtsinnig aufs Spiel setzen können.
Sie haben den Betrieb hier doch aufgebaut, nicht wahr? Gerade darum. Ich lasse mir nicht alles kaputt machen. Ich bin hier mit einer Gruppe von 5 Technikern gelandet. Wir wussten nicht einmal genau, ob man hier überhaupt länger bleiben konnte. Aber wir haben uns nicht um irgendwelche Hirngespinste gekümmert. Da hat man gelernt, hart zu sein. Hart gegen sich und andere. Aber damals waren Sie noch nicht Direktor, nicht wahr? Direktor? Bei 5 Mann? Aber nachher kamen andere nach. Es wurden immer mehr. Und ich blieb Chef hier in dieser Venus-Kolonie. Heute blüht der Betrieb. Sehen Sie sich doch um. 400 Arbeiter, modernste Abbaumaschinen. Ich habe den Betrieb bis jetzt gut geleitet. Ja. Ich weiß, der Vorstand hat oft genug vorgeschlagen, mich abzulösen. Ich bin kein Akademiker und kein Kaufmann. Doch solange ich Gewinne erziele, kann mir keiner was anhaben. Und da kommen die und wollen höhere Löhne. Ich lasse mir mein Werk nicht aus der Hand nehmen. Ich gebe nicht nach. Und wenn alles kaputt geht... Walkers, ich kann ja Ihre Situation verstehen, aber sehen Sie denn nicht ein, dass mein Plan die einzige Rettung ist? Stimmen Sie doch zu. Ich würde Sie beim Vorstand unterstützen. Die Posten geben Alarm, die Panzer kommen näher. Keine Angst, die Sprengsätze sind gelegt. Und nun zu Ihnen, Willoughby. Ihr Plan ist idiotisch. Ich habe einen besseren. Sie wenden Ihre Maschinen an und zwar sofort. Ich befehle es. Nein, es war bisher nicht nötig und es ist auch diesmal nicht. Unterbreiten Sie den Leuten meinen Vorschlag. Niemals. Chef, die Panzer sind da. Sie fahren direkt auf die Schleusen zu. Willoughby, Sie haben doch Geräte, mit denen Sie die Leute fertig machen können. Wir sind in größter Gefahr, auch Sie. Haben wir es erst einmal getan, dann wird man sie wieder einsetzen. Anderswo und immer wieder. Aber Sie dürfen sie doch anwenden. Das ist ein Notfall. Sehen Sie das nicht ein? Ich darf sie anwenden. Jawohl, ich habe alle Vollmacht. Na also. Sie haben die Sprengsätze entdeckt und beiseite geräumt. Sie haben die Stahlsicherung. Gut, dann muss ich's tun. Rossi, räumen Sie den Tisch ab für die Geräte. Okay, sofort. Ich brauche Strom. Hier. Danke. So, diese Impulse wirken auf bestimmte Gehirnzentren. Allerdings ist die Reichweite sehr gering. Oh! Vorsicht, Willoughby! Das trifft ja mich! Verdammt nochmal, Willoughby, was haben Sie denn gemacht? Chef! Walkers! Ich kann mich nicht bewegen. Und mein Kopf? Dieses Gefühl? Nur ein kleiner Schock, Walkers. Er senkt die Synapsenpotenziale. Macht Wege für neue Gedanken frei. Walkers, erkennen Sie jetzt, was Sie die ganze Zeit unbewusst bedrückt hat? Connie und Ray? Ja, Ihre alten Kameraden. Die erste Gruppe, die hier gelandet ist. Was ist mit Ihnen geschehen? Sie sind Arbeiter geblieben. Irgendwo, während ich von einer Position zur anderen emporgestiegen bin. Was haben wir nicht alles zusammen erlebt und ich habe sie abgeschoben. Kaum, dass ich es zu was gebracht hatte. Sie beschimpften mich. Ich sei ein Verräter. Aber ich muss da hart sein. Und ich muss hart bleiben. Wenn ich nachgebe, war alles umsonst. Falsch, Walkers, falsch. Denn jetzt stehen Ihnen keine neidischen Kollegen mehr gegenüber. Jetzt haben Sie es mit Männern zu tun, die etwas ganz anderes wollen. Es geht nicht gegen Sie. Diese Menschen wollen doch nur eins. Sie wollen auf der Venus bleiben. Und das ist es doch, was auch Sie im Grunde genommen bedrückt. Walkers, Sie wollen doch auch nicht mehr weg von hier. Ja. Ja. Für immer. Dann gibt es nur eins, was Sie tun müssen. Wissen Sie es, Walkers? Sie werden den Leuten eine Siedlung bauen. Eine Siedlung? Ja. Ich werde Ihnen eine Siedlung bauen. Verdiente Arbeiter dürfen hier bleiben und Familie haben. Sie dürfen bleiben und Familie haben. Gut. Geben Sie das Zeichen zum Verhandeln. Ja, ich will das Zeichen geben. Um Himmels Willen, die Panzer! Wie konnte es so weit kommen? Linda! Hey, Linda! Ja, Herr Direktor? Schalten Sie die Sirene ein, aber rasch, Mädchen! Sofort! Dass ich erst jetzt darauf gekommen bin. Wir bauen eine Siedlung. Die Leute wollen ein Zuhause. Das wird's wohl sein. Mich brauchen Sie jetzt nicht mehr. Machen Sie's gut. Linda, versuchen Sie, Pinopoulos zu erreichen. Ich will mit ihm verhandeln. Ja, Chef. Er ist schon auf dem Weg. Gute Nacht. Der Hörspielkanal.